FH. Wir sehen den Harz mit Ihren Augen. Herzlicher Empfang. Fünffache Weltmeisterin besucht ihre Heimatstadt Blankenburg. Vor 5 Wochen rodelte Tatjana Hüfner im Eiskanal von Innsbruck ihrem 5. Weltmeisterschaftssieg entgegen. Sie hat das Unmögliche möglich gemacht und ist einsame Spitze. Bisher kann keine andere Rennrodlerin solch eine Erfolgspalette vorweisen. Zahlreiche begeisterte Mitglieder des 1500 Mann zählenden Fanclubs der deutschen Rennrodler waren dabei, als Tatjana ins Ziel fuhr. Sie war fit zur richtigen Zeit und hat es wieder einmal ganz nach vorn geschafft. Ich sage jetzt mal eindeutige Beweise, ansonsten wäre da schon anders durchgezogen worden. Und von daher, ich denke, der Rodelsport ist... Ah, das ist natürlich ein super starkes Gefühl noch dazu, weil es halt auch ein paar Besonderheiten mit sich bringt. Ich hatte ja nun 5 Jahre jetzt nicht mehr das Glück, Weltmeisterin zu werden und hatte arge gesundheitliche Probleme und... Das allein ist eigentlich schon Grund genug, da sehr stolz drauf zu sein. Und das nächste ist, dass es genau vor 10 Jahren mir geglückt ist, an selber Stelle zum ersten Mal Weltmeisterin zu werden in Innsbruck. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Historie, die dahinter steckt und macht mich sehr stolz, über diesen langen Zeitraum so konstant gut in der Weltspitze mitfahren zu dürfen. Was motiviert Sie immer wieder weiterzumachen? Ja, am Ende ist es die Wiederholung des Einzelnen. Einmal motiviert mich jeder Wettkampf, egal ob das ein Weltcup ist, die Weltmeisterschaft oder dann nächstes Jahr die Olympischen Spiele. Ich will immer mein Bestes abrufen und meine beste Leistung zeigen und ja, das ist natürlich dann immer so ein bisschen ein Stück weit versuchen, das i-Tüpfelchen noch draufzusetzen. Und wenn einem das gelingt, ist man natürlich sehr stolz und versucht es dann beim nächsten Wettkampf genauso gut zu machen. Was war vielleicht der schwierigste Sieg? Oh, das ist schwierig zu sagen. Jeder Sieg hat irgendwo seine ganz Besonderheiten. Es gibt eigentlich keine leichten Siege. Das wäre ja schlimm, wenn man siegen würde und es würde so quasi so mit links passieren. Und man muss immer gucken, dass man jede Woche sein Material neu abstimmt, dass man athletisch auf dem Top-Niveau ist dann zum Wettkampftag, dass man das Wetter beachtet, um den Schlitten richtig einzustellen, dass man sich gut auf die Fahrspuren konzentrieren kann, die Bahn gut im Griff hat. Und dann muss man natürlich versuchen, am Tag X die Leistung, alle Puzzleteile zusammenzusetzen, die Leistung halt entsprechend abzurufen. Wie soll es sportlich weitergehen? Ja, das müssen wir natürlich jetzt, denn nach dieser Saison ist natürlich das Ziel, nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Wir haben eine starke deutsche Mannschaft, da muss man sich auch erstmal durchsetzen. Das will ich tun und dafür werde ich im Sommer hart arbeiten, werde am Material weiter feilen, meine athletische Form versuchen weiter zu verbessern wieder und dann schau mal, ob es für die Olympischen Spiele reicht zur Teilnahme und wenn ja, wozu es dann bei den Spielen selbst reicht. Auch beruflich wird es weitergehen? Ja, natürlich. Ich habe ja die letzten Sommer jetzt erfolgreich mein Bachelorstudium zur Kindheitspädagogin abschließen können, was mich auch sehr stolz macht, weil es halt doch ein immenser Doppelaufwand ist und man dafür sehr viel Zeit hergeben musste und sehr viel Energie auch lassen musste. Und jetzt habe ich das geschafft und will natürlich versuchen, dann nach meiner sportlichen Karriere auch in diesem Berufsfeld irgendwo mich verwirklichen zu können. Durch den Sport muss man auf vieles verzichten. Was aber einige interessiert, gibt es eine Lieblingsspeise, die Sie haben und auf die Sie nicht verzichten möchten? Ja, das gibt's bei mir tatsächlich. Also wenn jemand mit Schokoladeneis um die Ecke kommt, kann ich schwer Nein sagen. Und das ist ja in gewisser Weise so ein bisschen ein Laster von mir. Was sagt Ihr Freund, dass Sie doch weiter noch Leistungssport treiben wollen? Ja, es ist natürlich für einen Partner immer sehr schwer, weil man ja das halbe Jahr unterwegs ist. Er ist lange allein, aber er unterstützt mich da voll und ganz, steht voll hinter mir und freut sich natürlich auch mit mir, wenn wir dann die Erfolge feiern können. Was sagen Sie zum Empfang in Blankenburg? Ja, sehr schön. Also
Dieses Jahr spielt auch das Wetter mit, was mich besonders freut. Und sind wieder jede Menge Leute gekommen. Und dass ich da so einen Anklang finde noch in Blankenburg, obwohl ich ja relativ selten die Zeit habe, nochmal hierher zu kommen, freut mich natürlich ganz besonders. Und freut mich auch für den Rodelclub Blankenburg, dass ich da ein Stück weit ein bisschen was zurückgeben kann. Und vielleicht kann sich das ein oder andere Kind motivieren, den Rodelsport mal zu probieren, sich mal auf den Schlitten zu setzen und können so vielleicht ein bisschen Nachwuchs generieren. Am Sonntag besuchte Tatjana dann wieder einmal ihre Heimatstadt und wurde auf dem Marktplatz von rund 200 Blankenburgern herzlich empfangen. Sie alle wollten der sympathischen Sportlerin gern persönlich gratulieren. Allen voran natürlich Bürgermeister Heiko Breithaupt, der stolz ist auf die Sportlerin, die den Namen Blankenburg weltweit bekannt macht. Ja, ich glaube, es ist etwas Besonderes, weil es nämlich einmalig ist, dass man erstmalig fünfmal einen Weltmeistertitel gewinnt. Und das ist für uns, glaube ich, Grund genug, diese schöne Veranstaltung heute hier zu organisieren. Auch Bundestagsabgeordnete Heike Bremer und Landrat Martin Skiebe gratulierten dann im gut gefüllten Rathaussaal persönlich. Kinder der Kindertagesstätten hatten für Tatjana gebastelt und den Raum geschmückt. Die Frauen vom Rodelclub hatten Kuchen gebacken und bewirteten die Gäste. Für die Vorsitzende des Rodelclubs, Tatjanas Mutter, war das wieder einmal eine sehr emotionale Veranstaltung. Wie begann denn eigentlich alles? Ja, hier in Blankenburg durch unseren Sohn, der ist zum Rodeln gegangen, weil wir für den was suchten und da ist Tatjana dann mit. Und ja, so hat sich das dann nacheinander immer weiter manifestiert. Sie hatte Freude dran und war gut, sie konnte gut umsetzen, was die Trainer ihr erzählt haben. Und bis dann schließlich die Trainer hier in Blankenburg ihr empfohlen haben, wenn sie sich weiterentwickeln möchte, dass sie dann zum Sportclub gehen soll. Und da hatte sie ja dann in Oberwiesenthal noch mehr Gelegenheit zum Rodeln und dann ist es halt immer mehr geworden, ja. Natürlich waren unter den Gästen auch zahlreiche junge Sportler des Blankenburger Rodelclubs, deren großes Vorbild die fünffache Weltmeisterin ist. Wie lange trainierst du denn schon? Also ein Jahr vielleicht. Länger noch gar nicht. Und kannst du schon Erfolge aufweisen? Ja, also ich habe schon 5 Medaillen, 2 Pokale und bin 3-mal Erster geworden. 2-mal war ich Zweiter und 1-mal war ich Sechster. Bei einer Talkrunde stellten sich der Präsident des Landessportbundes Andreas Silbersack, der Hauptsponsor der Rennsportlerin Karl-Heinz Grüber, der maßgeblich dazu beitrug, dass für Tatjana ein hochwertiger Rennschlitten entwickelt wurde, sowie Clemens Nagel vom Rodelclub Blankenburg und Tatjana Hüfner, den Fragen der Gäste und der Moderatorin Anne-Kathrin Wagner. Danach trug sich Tatjana Hüfner ins Ehrenbuch der Stadt ein und stand den vielen Fans für eine Autogrammstunde zur Verfügung. Gemeinsam gegen klamme Kassen, Online-Umfrage zu Crowdfunding gestartet. Egal, ob es um die Ausstattung der Feuerwehr geht, das Ausrichten von Stadtfesten oder die Einrichtung von Museen und Theatern, die Liste an freiwilligen und verpflichtenden Aufgaben einer jeden Stadt ist quasi endlos. Das ist auch in Halberstadt so. Angesichts klammer Stadtkassen kommt da schnell die Frage auf, welche Projekte finanziell realisierbar sind und welche nicht. Zumindest einige Projekte könnten von den Bürgern selbst unterstützt werden, meint Katharina Voss. Die Studentin der Verwaltungsökonomie arbeitet aktuell an ihrer Bachelorarbeit zum Thema Crowdfunding. Crowdfunding, ja, besser bekannt als Schwarmfinanzierung, ist eigentlich nichts anderes als, Spenden. Crowd bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Menge von Menschen, die zusammenkommt, um einen Betrag zusammenzutragen, der dann eben für Projekte benutzt wird. Ich habe es jetzt erstmal generell so angedacht, dass man erstmal eine Bürgerumfrage macht, um zu sehen, wo würden die Bürger überhaupt investieren, in welche Projekte. Ja, und je nachdem, was da rauskommt, da könnte man dann eben entsprechend ansetzen. Finanzielle Beteiligung der Bürger an städtischen Projekten ist in Halberstadt nicht neu. So wurde 2004 die wiedererrichtete Ratslaube mit 314.000 Euro von den Bürgern unterstützt.
Und auch andere Kommunen haben mit dem Prinzip der Schwarmfinanzierung gute Erfahrungen gemacht. Da bin ich bei meiner Recherche als erstes auf die Stadt Österreich-Winkel aufmerksam geworden. Dort wurden damals 83.000 Euro zusammengetragen, um die Technik der ortsansässigen Feuerwehr aufzurüsten. Und ja, da gab es dann noch so andere Beispiele, wie zum Beispiel in Rotterdam, da gab es so eine Fußgängerbrücke, die mit Hilfe von Crowdfunding finanziert wurde. Oder in Quickborn, da wurde so ein freies WLAN-Funknetz aufgebaut. Ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten und Varianten, wo man Crowdfunding eben anwenden kann. Und da denke ich, gerade Halberstadt hat da auch die Möglichkeit, entsprechend anzusetzen. In einer von Katharina Voss gestarteten Online-Umfrage will die Studentin nun herausfinden, welche städtischen Projekte den Bürgern besonders am Herzen liegen und für welche sie zu spenden bereit wären. Crowdfunding hat aber nicht zum Ziel, dass die Stadt ihre Bürger anpumpe. Es gibt ja verschiedene Arten von Crowdfunding. Es gibt dieses spendenbasierte Crowdfunding, da ist der Bürger eben von ganz alleine bereit, der Stadt Geld zu geben. Dann gibt es das gegenleistungsbasierte Crowdfunding. Hier erhält der Bürger halt eine kleine Gegenleistung. Das kann dann eine Eintrittskarte sein für Museum oder Theater oder dergleichen. Oder es gibt halt auch dieses kreditbasierte Crowdfunding. Das ist dann eben, wenn der Bürger Geld gibt und die Stadt zahlt das Geld zuzüglich eines Zinses zurück. Der Bürger wird nicht gezwungen, irgendwie sich zu beteiligen. Es ist immer eine freiwillige Leistung. Noch bis zum 23. März läuft die Umfrage unter der eingeblendeten Adresse. Wer sich gern beteiligen möchte, selbstverständlich völlig anonym, aber keinen Internetanschluss hat, kann das auch klassisch auf Papier tun. Die Fragebögen liegen auch hier im Bürgerbüro beim Rathaus aus. Und ja, wer sich mehr Informationen einholen möchte, der kann sich gerne an die neuen Medien wenden von der Stadt Halberstadt. Die Frau Schröder ist der Ansprechpartner. Welche Schlüsse und Folgen die Stadt aus der Umfrage ableitet, bleibt abzuwarten. Bisher stoße die Befragung aber auf großes Interesse auf allen Seiten. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Direkt zu Beginn der Woche heißt es mal wieder Wolken, Wolken und noch mehr Wolken bei gelegentlichem Sonnenschein. Wir starten mit Frühwerten von 4 Grad bei geschlossener Wolkendecke in den Tag. Mittags steigen die Werte an auf 8 Grad und der Himmel lockert sich auf. Am Abend können wir, wenn auch nur kurz, die Sonne genießen und erreichen den Tageshöchstwert von 9 Grad. Nachts fällt die Temperatur auf 5 Grad und es zieht sich wieder zu. Am Dienstag dürfen wir uns dann auf Nebel und Sonnenschein einrichten. Der Tageshöchstwert liegt ebenfalls bei 9 Grad. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen.
Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbel Müller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie! Herzlich willkommen hier bei uns im Autohaus Quedlinburg Süd. Seit 20 Jahren verkauft unser Team Jahres- und Gebrauchtwagen. Sehr gern kaufen wir Ihr Fahrzeug auch ohne TÜV und aus laufender Finanzierung zu fairen Preisen bar an. Darauf unser Wort. Dank der individuellen Beratung, auch im Finanzierungsbereich, haben wir den zufriedensten Kunden. Testen Sie uns, kommen Sie einfach vorbei. Ihr Autohaus Quedlinburg Süd. Unsere Autos sind top. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sb-blankenburg.de. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz. In Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55. Gewinnausschüttung der PS-Zweckerträge. Hartsparkasse unterstützt Vereine rund um Halberstadt. Auch in diesem Halbjahr erhalten ausgewählte gemeinnützige Vereine des Landkreises eine finanzielle Unterstützung durch die Hartsparkasse. Das Geld bekommen sie für unterschiedliche Projekte. Die PS-Zweckerträge sind von unseren Kunden, wir sind treu an der Stelle, aus einem Produkt, das heißt PS-Lotteriesparen. Bei dem PS-Lotteriesparen ist es so, dass der Kunde 5 Euro spart. Von den 5 Euro gehen 4 Euro am Jahresende zurück an den Kunden. Mit 1 Euro beteiligt sich der Kunde an einer Lotterie. Und wie es bei einer Lotterie so üblich ist, müssen eben dann auch, und das machen wir auch sehr gerne, Zweckerträge, also ein Teil des Einsatzes geht in Form von Zweckerträgen zurück in die Region und das haben wir heute überreicht. Was kann man bei der Lotterie zum Beispiel gewinnen? Also es gibt zum einen natürlich jeden Monat Geldgewinne von unterschiedlichen Größenordnungen. Da sind mal 2,50 Euro dabei. Das passt natürlich, wenn man 10 Lose hat, dann sind es immer 2,50 Euro jeden Monat, bis hin zu 5.000, 50.000 Euro, die man dann auch in den Monatsauslosungen gewinnen kann. Und es gibt 2 Sachpreisauslosungen jedes Jahr. Und da sehr unterschiedlich können Autos dabei sein, da können Reisen dabei sein, da kann auch mal ein Haus dabei sein. Warum unterstützt die Hartsparkasse mit dem Geld die Vereine? Weil wir es als regionales Kreditinstitut natürlich sehr, sehr schätzen, dass die Mitmenschen bei uns im Harzkreis sich engagieren, auch außerhalb dessen, was sie in ihrem normalen Arbeitsleben haben. Und das Schöne ist, dass es eben wirklich unendlich viele tolle Ideen hier im Landkreis gibt, die es auch unterstützenswert machen, wie wir heute auch gesehen haben bei 24 Vereinen. Und manchmal ist es eben so, nicht nur der Vereinsbeitrag reicht aus, um Wünsche zu erfüllen, sondern man braucht vielleicht manchmal auch etwas mehr Geld. Und da können wir mit den PS-Zweckertrag eben auch unterstützen. Wie viel Geld wurde in letzter Zeit ausgeschüttet? Wir haben heute das erste Halbjahr ausschütten können und das waren ca. 56.000 Euro. Also doch eine ganz erhebliche Summe im ganzen Harzkreis und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Von der Ausschüttung des PS-Zweckertrages können auch 24 Vereine rund um Halberstadt profitieren. Die Regionalmarktleiter Heiko Rudloff und Mike Fiebiger überreichen die symbolischen Schecks. Steht der Zeitenreise, der Musicalverein hier in Halberstadt. Und wir verwenden das Geld für neue Kostüme, weil wir ein neues Stück einüben und für Requisiten.
Ich bin der Schwimmmeister aus dem Sommerbad Osterwiek und wir haben da einen kleinen Förderverein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Attraktivität des Schwimmbades zu steigern, zu halten. Und dazu haben wir um eine Spende gebeten, um ein Ladungssicherungsnetz mit Bällen zu befüllen. Aber das ist eine Aktion, die wir gemeinsam auch mit den Kindern, wo schon durch die Kinder ein Großteil an Bälle zur Verfügung gestellt wurde, bloß um eben auch eine ausreichende Befüllung zu sicherzustellen, haben wir auch also Hilfe von der Sparkasse und da bedanken wir uns sehr. Ja. Wir sind vom Förderverein Kinderland Dedelheim und das Geld, was wir bekommen haben, war fürs Trampolin bestimmt, was die Kinder schon bekommen haben. Wir sind vom Verein Lernlust e.V., Schulverein, und das Geld soll für die Freiarbeit der Freien Christlichen Schule in Langstein verwendet werden. Wir kommen vom Schützenverein Zilli. Und das wunderbare Geld, für das wir uns sehr herzlich bedanken, ist für einen Ofen gedacht. Wir haben unser Schützenhaus in der schönen Wasserburg in Zilli in einem Gebäude. Und da war es dringend nötig, weil die dicken Mauern ja keine Wärme durchlassen, dass wir einen Ofen bekommen und auch im Winter Aktivitäten durchführen können. Und dafür soll das Geld verwendet werden. Förderverein an der Gröbacher Schule. Und das Geld wird verwendet, ja, da sind wir noch nicht ganz schlüssig drüber, wofür wir das einsetzen. Wir haben ja mehrere Projekte wie Schulfahrten, dann Schülaustauschfahrten, so. Ich könnte mir denken, dass da mit Sicherheit wieder was einfließen wird. Ja, wir sind vom Förderverein Kita Regenbogenland in Schauen und das Geld wird für die Anschaffung von Tischen und Stühlen im Außenbereich eingesetzt. Ich bin vom Kulturdorfverein Schachdorf-Ströbeck. Wir veranstalten regelmäßig jetzt in Ströbeck zum Beispiel unser Musikfestival. Aber es ist eben ein Netzwerk von Kulturdörfern, die sich innerhalb des europäischen Auslandes miteinander austauschen. Ja, Seniorenaustausch, Jugendaustausch, verschiedene Aktionen. Nächstes Jahr gibt es ein Chorfestival. Dieses Jahr gibt es verschiedene Konferenzen zum Thema Freiwilligenarbeit. Und wir möchten unsere Arbeit natürlich finanzieren. Ich komme vom Pessner Karnevalverein und das Geld haben wir benötigt für neue Prinzengartenkostüme. Ich komme vom KCV, vom Katholischen Karnevalsverein von Halberstadt. Und wir haben das Geld für Kostüme verwendet, das wir hier bekommen haben, damit wir in Altenheimen hier mit auftreten können und natürlich auch in Kinderheimen. Also ich bin vom Bibliotheksförderverein und das Geld wird verwendet vorwiegend für Kinder- und Jugendarbeit. Wir bieten ganz viele Sachen für die Kinder an, Lesezwerge, Zuckertütenfest, Vorlesewettbewerb, Vorträge in Schulen, in Klassen zu besonderen Themen. Ja, und dann auch in Altenheimen gehen wir, bringen Bücher in die Altenheime, wir lesen in Altenheimen vor. Und für die Erwachsenen machen wir auch ganz viel. Jetzt am 23.03. im Rathaussaal 190 Plätze. Wer erben will, muss sehen, ausverkauft innerhalb von 8 Tagen. Ich komme vom Schützenverein Einstedt und wir möchten das Geld dann auch verwenden für Reparaturen, je nachdem, was noch anfällt. Wir bekommen für den Förderverein Badeinstedt Aderstedt, dessen Vorsitzender ich bin, auch eine Zuwendung von der Sparkasse und wir werden das Geld für Schwimmbeckenfolie verwenden. Ich bin der Vorsitzende des Halberstädter Kammermusikvereins und wir haben ja im Rathaus einen sehr schönen Flügel stehen. Der ist zwar generalüberholt, aber der ist schon über 100 Jahre alt, ist ursprünglich mal in Amerika gebaut worden und da braucht man natürlich immer wieder mal ein bisschen Geld, um den Flügel zu reparieren, in den Flügel investieren, neue Sachen einzubauen, die vorher alt waren und so weiter und so fort. Also ich komme von der Seniorenvertretung Heidelandkreis Halberstadt. Das gibt es seit etlichen Jahren für die Musik am Nachmittag. Sie haben auch noch andere Aktivitäten, die sehr interessant sind. Ja, wir haben seit Anfang Winter letzten Jahres Infoboxen für Senioren aufgestellt. Also angefangen haben wir im Bürgerbüro, wo jeder Anregungen reinwerfen konnte, das, was er gerne verändert haben möchte in der Stadt. Also wo wir gegenüber der Verwaltung der Stadt die Senioren und Senioren eben vertreten können. Also wir sind Frauen Selbsthilfe nach Krebs, die Gruppe Halberstadt, die gibt es jetzt seit 27 Jahren.
in Halberstadt schon und wir haben das Geld, wir kriegen das für Druckkosten und Telefonkosten und so, also allgemeine Kosten. Beim PS-Lotteriesparen können die Losinhaber sparen, attraktive Preise gewinnen sowie Organisationen und Einrichtungen im Landkreis unterstützen. Monatlich nehmen rund 60.000 Lose an den Ziehungen der Hartsparkasse teil. Geschichtsverein und Kuratorium Stadtkultur profitieren vom diesjährigen Hilariusmahl. Jedes Jahr beginnt in Halberstadt mit einem traditionellen Festschmaus in geselliger Runde. Die Rede ist vom Hilariusmahl, dessen Erlös an Vereine der Region gespendet wird. Dieses Jahr wurden 1.600 Euro bei dem bereits 26. Hilariusmahl eingenommen. Dieses Geld kommt nun dem Geschichtsverein und dem Kuratorium Stadtkultur zugute. Hier im Städtischen Museum am Domplatz der Domstadt werden nun die Schecks vom Oberbürgermeister Andreas Henke übergeben. Insofern darf ich beiden Vereinen heute jeweils symbolisch den Scheck für 800 Euro überreichen. Okay. So. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Viel Erfolg weiter für die Arbeit und natürlich auch ein großes Dankeschön der Stadt Halberstadt für die Engagement. Glückwunsch und großes Dank. Mit einem breiten Grinsen werden die Schecks in Höhe von je 800 Euro dankend angenommen und mit Stolz der Presse präsentiert. Geld, von dem die Vereine wissen, wie es am besten investiert werden kann. Wir beabsichtigen, das Archiv eines bedeutenden Halberstädter Chronisten zu digitalisieren. Das ist von Herrn Werner Hartmann, der über viele Jahrzehnte schon die Geschichte Halberstadts erforscht und bearbeitet und sammelt. Und er hat dem Museum jetzt ein umfangreiches Konvolut seines Archivs zur Verfügung gestellt. Und in Zeit der neuen Medien ist es natürlich erforderlich, dieses Material zu digitalisieren und einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Reicht dafür der Betrag oder ist das noch für etwas anderes gedacht? Wir werden einen Teil dieses Betrages dafür nutzen. Zum anderen wollen wir natürlich auch die Jugendarbeit fördern im Museum. Es ist nach unserer Ansicht sehr wichtig, auch junge Leute an die Geschichte einer Stadt, einer Region heranzuführen. Wir haben eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Martineum hier in Halberstadt. Es gibt dort eine Theatergruppe, die sich gerade mit einem Stück der Reformation in den vergangenen Jahren beschäftigt hat und dort auch schon verschiedentlich mit aufgetreten ist, die Veranstaltungen der Stadt begleitet hat. Und das wollen wir fördern, weil es schon über Generationen von Schülern geht. Also es sind ja immer verschiedene Darsteller da und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man diesen Geschichtsgedanken dann auch in die verschiedenen Schülergenerationen hineintragen kann und weiterführt. Und mit dem gespendeten Erlös des Hilariusmahls kann den Besuchern bald noch mehr über die Geschichte Halberstadts geboten werden. Ja, wir würden uns natürlich weiter freuen über viele Besucher in unserer Ausstellung hier im Städtischen Museum. Die über 1000-jährige Geschichte unserer Stadt ist sehenswert und wir haben hervorragende Präsentationen hier in Halberstadt in unserem Städtischen Museum, die ständig erweitert werden und verbessert werden und modernisiert werden. Also das ist immer ein Besuch wert. Neben der Stadtgeschichte hat das Städtische Museum viele Highlights zu bieten. Ja, was haben wir Neues? Es gibt natürlich immer neue Ausstellungen. Zum einen zeigt das Museum Heiner Arnum gerade eine Ausstellung in unseren Räumen hier oben. Ein Vogel wollte Hochzeit machen. Sehr schöne Aufnahmen, ist auf jeden Fall sehenswert. Und im Schraubermuseum haben wir natürlich noch weiterhin diese Kunstausstellung, die wir vor einigen Wochen eröffnet haben, haben aber jetzt auch eine kleine Präsentation von Neuerwerbungen an eine Wand gebracht. Einige Gemmgemälde sind angekauft worden vom Geschichtsverein. Wir haben auch Schenkungen bekommen und darunter auch eine sehr interessante Ansicht der Firma Dehne. Die hat 1905 bis 8 ein neues Grundstück erworben und eine neue Firma aufgebaut und da gibt es eine wunderschöne große Ansicht von der damals noch völlig unbebauten Quedlinburger Straße. Da war ich schon vor 30 Jahren scharf drauf, das zu bekommen und nun haben wir es geschenkt bekommen und jetzt zeigen wir es und man kann sich das anschauen. Bei einem Besuch in das einzigartige Museum und in die eindrucksvolle Ausstellung »Ein Vogel wollte Hochzeit machen« kommen Sie voll und ganz auf Ihre Kosten. Kommen Sie häufiger ins Museum. Denn das ist im Moment besonders lohnenswert.
täglich, außer am Montag sind die Räumlichkeiten am Domplatz in Halberstadt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Viva Walküre, Barbara Kuster zu Gast bei Kabarett Genial in Quedlinburg. Sie, wenn man sich so verkrampft, das verkürzt die Lebenszeit. Ja, aber bei Ihnen ist vielleicht gar nicht so schlimm. Ich meine, Sie kriegen sowieso keine Rente mehr. Ich kann Ihnen nur eins raten, werden Sie Terrorismusexperte. Da haben Sie eine Anstellung, eine Festanstellung auf Lebenszeit. Wieder einmal ist die eiserne Kabarett-Lady aus Potsdam zu Gast auf den Bühnen im Harz. Im Rahmen der Reihe Kabarett Genial präsentierte Barbara Kuster in Quedlinburg und Wernigerode nun ihr aktuelles Programm Viva Walküre. Da dürfen selbstverständlich kleine Anekdoten aus dem täglichen Familienwahnsinn der Kusters nicht fehlen. Wie viele Menschen haben Sie hier in Quedlinburg? Wissen Sie nicht? Macht das auch Ihr Mann, ja? Wir haben vier Mülltonnen, ja? Braun, blau, braun, gelb, ne? Und da sieht man ja nicht mehr durch, wann die abgeholt werden, an welchem Tag und so weiter. Mein Mann hat einen Lehrgang gemacht. Ja, aber trotzdem wacht der Mann nachts auf, schweißüberströmt, sitzt hochkant im Bett und sagt, die braune Tonne muss raus. Die braune Tonne muss raus. Ja. Geht's Ihnen auch so? Meistens hat er vorher noch vom russischen Geheimdienst geträumt, die sich in die Seiten des Müllwesens eingehackt haben und falsche Termine gestreut haben, um das Müllwesen lahmzulegen. Ne?
Aber da haben Sie nicht mit G.A. gerechnet. Tja, ja, ist mein Mann. Ja, der heißt Jens Rainer. Ich nenne ihn immer J.A., ja. Und Jens Rainer, also J.A., hat jetzt sich Excel-Tabellen gemacht. Riesige Excel-Tabellen, die hängen bei uns im Flur. Nicht? Mit Fähnchen, wann, welche Tonne, das ist wunderbar. Deutsche Gründlichkeit. Es lernten Ausländer lieben. Schon daran wird die Integration scheitern. Und auch mit ihren stimmgewaltigen Gesangseinlagen wusste die Kusta aber im Harzer Publikum zu überzeugen. Erlebnis, ne? Bis vor kurzem, da war es ja so, also wenn ich hier irgendwie gefragt habe, sind SPD-Leute da, da hat sich kaum einer gemeldet, ne? Das war wirklich, also die Prozente gingen ja auch in Richtung alkoholfreies Bier, ne? Man konnte ja mitunter die Mitgliedschaft, konnte man ja absetzen von der Steuer als außergewöhnliche Belastung, ne? Ja, und plötzlich, ja, plötzlich ist er da, Martin. Martin Schulz, Martin Schulz. Mein Gott, wie das schon klingt. Das klingt so nach Achselschweiß. So nach. Ja, nicht so wie hier. Sigmar, Gabriel. Na, das klingt doch wie ein Krippenspiel. Aber Martin Schulz. Ja, die Genosse hat mal gesagt, der Sigmar, ja, Gabriel, das war der Korken auf der Flasche der SPD. Ne? Immerhin war er nicht die Flasche. Ja, und man muss ja wirklich sagen, die haben ja auch was bewirkt. Das hat uns keiner hingeguckt. Und der Mann hatte einfach mal bloß das Pech, Realpolitik machen zu müssen. Naja, gut, aber nun ist Martin Schulz da. Der Flaschengeist ist raus. Und er ist glücklich. Er ist glücklich, der hat ja auch immer gekämpft, ja, immer für Gerechtigkeit gekämpft. Sein ganzes Leben lang. Das war manchmal ganz schön schwer für mich. Also ich persönlich habe ja überhaupt kein Problem, ja, mit den Männern. Ich bin ja im Osten sozialisiert. Ne? Sieht man nicht mehr, dass ich aus dem Osten komme, ne? Sieht man heutzutage nicht mehr, stimmt's? Also wenn ich manchmal drüben auftrete, da, kein Mensch merkt das. Wir riechen auch nicht mehr, wir haben Deo, alles. Ja, und wir waren ja mit den Männern früher, wir haben ja also, wir haben immer gesagt, Männer muss es auch geben, ne? Schon wegen der Fortpflanzung, ist ja völlig logisch. Ne? Und ich meine, mitunter sind sie auch nützlich. Ne? Und wenn man sie gut hält, dann machen sie einem viel Freude. Das ist ja nun mal nicht abzusprechen. Ne? Aber wir haben natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis gehabt im Osten. Wir haben alle unsere Arbeit gehabt, unseren Verdienst. Wir waren autonom, nicht? Und wenn wir es denn wollten, dann konnten wir ad hoc jegliche lebenserhaltenden Maßnahmen für den Mann einstellen und gehen. War doch so, ne? Tja. Am 7. und 8. April ist Andreas Krenzke aus Berlin zu Gast bei Kabarett Genial. Das komplette Kabarettprogramm und alle Termine im Überblick finden Sie unter www.kabarett-genial.de. Adrenalinschub für die Harztouristen. Rekordverdächtige Fußgängerhängebrücke entsteht an der Rappode-Talsperre. Diese gigantischen Fundamente halten die Tragseile und somit die Gesamtkonstruktion der Hängebrücke, die derzeit parallel zur Rappode-Talsperre entsteht. Nach Mega-Zipline und Wallrunning verwirklichen die Brüder Stefan und Mike Berke aus Elbingerode mit ihrer Firma Harzdrenalin hier ein weiteres touristisches Highlight mit Rekordpotenzial.
Diese Edelstahlgitter sollen dann letztendlich die längste Fußgängerhängebrücke der Welt bilden. Der Bau erfolgt durch die Firma HTB aus dem österreichischen Pitztal. Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf den Hochgebirgs- und Spezialtiefbau und hat schon viele Projekte dieser Art verwirklicht. Der Auftrag im Harz ist dennoch eine spannende Aufgabe für das 12-köpfige Team um Ingenieur Alexander Lentsch. Ja, das ist eine sehr besondere Baustelle, weil sie weit weg von zu Hause ist. Weil wir sind eine Firma aus Österreich, die HTB Baugesellschaft. Und für uns ist das schon etwas Besonderes, hier im Harz diese Brücke zu bauen. Baulich ist es gar nicht mal so besonders, weil das ist nicht unsere erste Brücke. Wir machen viele Projekte in den Alpen, also auch Hangsicherungen, also speziell gesichert mit Gurt und Seil. Und mit der Zeit haben wir uns auch als zweites Standbein diese Fußgängerbrücken gesichert. Jetzt im März wächst die Hängebrücke im wahrsten Sinne des Wortes Stück für Stück entlang der Talsperre. Dazu werden die 1,20 Meter breiten Edelstahlgitter jeweils zu den Monteuren auf der gegenüberliegenden Talseite transportiert. Wir machen die gesamte Bauabwicklung, Tiefbau und Stahlbau und alles, was dazugehört. Jetzt gerade montieren wir die Brückensegmente an die Tragseile. Wie man sieht, wir montieren die Teile vor, hängen sie an einen Seilkran unter den Tragseilen, fahren die rüber zur Montageseite. Dort werden sie abgelassen und dort dann montiert. Sicherheit wird natürlich groß geschrieben. Die Monteure sind immer angeseilt. Immerhin arbeiten sie 100 Meter über dem Boden. Es ist eigentlich nicht gefährlich, weil wir sehr auf Sicherheit achten. Und wir haben auch einen Sicherheitsbeauftragten dabei. Der ist ständig an der Montagestelle und sichert die Leute. Und während unseres Gesprächs mit dem Polier schwebt schon das nächste Element zur Montage und verschwindet im Nebel. Zu den Monteuren, die insgesamt zigtausende Schrauben mit dem Schlagschrauber anziehen müssen. Bis zu 250 Personen sollen ab April zeitgleich die Brücke passieren können. Wie gesagt, diese Fundamente mit jeweils 12 in den Fels getriebenen Stahlankern tragen die Gesamtlast und die wird permanent technisch überwacht. Da braucht man Spezialequipment, was unsere Firma hat durch den Spezialtiefbau. Diese Anker werden mit 600 Tonnen in den Boden gespannt. Jeder Anker für sich 600 Tonnen mal 12. Da kann man sich ausrechnen, welche Kräfte hier wirken. Interessenten können das Baugeschehen jederzeit von der Talsperre aus beobachten. Und wer nicht höhentauglich ist, der kann zum Glück auch zukünftig den Ausblick von der Staumauer genießen. Nachwuchskräfte gesucht, MINT-Berufe stehen im Fokus der Wirtschaftssenioren. Es gibt in Sachsen-Anhalt nur wenige Schulen, die eine mathematisch-informatisch-naturwissenschaftlich-technische Ausrichtung haben. Der Grund, es fehlen die finanziellen Mittel für eine entsprechende Ausstattung. So auch am Gymnasium Osterwiek, wie Schulleiterin Silvia Gehmeier und auch Bürgermeisterin Ingeborg Wagen für informieren. Dem wollen die Wirtschaftsjunioren des Harzkreises entgegenwirken und starten am Fallstein-Gymnasium das Pilotprojekt Neue Medien. Sie wollen die jungen Leute spielerisch für den IT-Bereich begeistern. Also die Wirtschaftsjunioren sind ja ein Verband und ein Verein junger Unternehmer und Fach- und Führungskräfte aus der Region. Und für unsere Mitglieder ist natürlich wichtig, den Nachwuchs zu fördern in der Region. Und wir alle kämpfen mit der Herausforderung, dass viele junge Leute ihr Glück im Ausland suchen, beziehungsweise auch außerhalb der Landesgrenzen. Und so haben wir uns überlegt, wie können wir dann einen Impuls setzen, um diese jungen Leute in der Region zu halten. Und wir wollten halt sehr, sehr früh beginnen. Und das war für uns logischerweise die Schule. Weil das hat für uns wenig Sinn gemacht, mehr in Werbung zu investieren, in irgendwelche schönen Flyer oder irgendwelche anderen Programme, sondern wir haben gesagt, wir müssen früher ansetzen. Und deswegen haben wir für uns die Schulen auserkoren und haben gesagt, um das Thema Technik zu begeistern, ist es wichtig, das auf einer spielerischen, sehr angenehmen Weise zu definieren. Und sind auf diesen Punkt, sind auf die Idee mit diesem Lego-Robotern gekommen. Informatiklehrerin Heike Gerloff leitet bereits eine Lego-Arbeitsgemeinschaft für die 5. bis 7. Klassen.
Das würde sie gern auf höherem Niveau mit den 9. und 10. weiterführen. Diese Schüler haben bereits die Hochschule Harz kennengelernt. Auch für ein technisch orientiertes Studium brauchen die Jugendlichen die Region nicht zu verlassen. Die Hochschule bietet Studiengänge im Bereich der Automatisierung und Informatik an und hat Probleme, diese zu besetzen. Also wir sind daran interessiert, eben, dass die Abiturienten bei uns Technik studieren. Und das Projekt führt darauf, dass eben Schüler mit Technik umgehen können und spielerisch eben Technik lernen. Und ein wichtiger Teil der Technik ist eben die Programmierung, das heißt die Informatik. Es bestehen enge Beziehungen zum Gymnasium hier in Osterwiek? Ja, wir haben vor 20 Jahren angefangen mit der Lehrerausbildung und machen jetzt einmal im Jahr eine Projektwoche, wo die Schüler also der 9. Klasse zu uns kommen und programmieren lernen. Spielerisch die Begeisterung für die Technik wecken, den Unterricht und die Arbeitsgemeinschaften anschaulich und interessant machen. Es macht uns umso mehr Spaß zu sehen, dass die Jugendlichen schon in vielen jungen Jahren, schon in 5. Klasse haben wir gerade gehört, dafür Interesse entwickeln. Dass sie merken, dass Technik nichts ist, wovor man Angst haben muss, dass man das anwenden kann, Programmierung lernt, Technikverständnis entwickelt. Und so haben wir die Hoffnung, dass sich das bis in die 12. Klasse zieht und wir dann Möglichkeiten haben, mit unserem Partner der Hochschule und der Arbeitsagentur diese an technikbegeisterten Jugendlichen, die dann auch uns als Unternehmen schon kennen, für unsere Sache natürlich zu gewinnen. Natürlich soll den Schülern auch vermittelt werden, dass es in der Region Unternehmen gibt, die solche jungen, hochqualifizierten Mitarbeiter und Führungskräfte brauchen. Es geht für, wenn man es größer fasst, einfach um die Frage, wer wird so etwas wie das Internet der Dinge oder Industrie 4.0 in Zukunft gestalten? Ja? Wer kann dafür sorgen, dass Deutschland oder wenigstens oder auch unsere Region dort eine wichtige Rolle spielt? Und da ist das natürlich ein wichtiger Schritt, den die Wirtschaftsunion hier initiiert haben, diesen Spaß und diese Freude an der Technik in der Jugend zu wecken. Das fehlt heute an vielen Stellen. Und was mir hier besonders gefallen hat und was ich als jemand aus der Wirtschaft wichtig finde, dass es eben nicht nur ein Geschenk ist, was hier überreicht worden ist, sondern dass dahinter ein Konzept steht. 5 Lego Mindstorm Baukästen in einem Gesamtwert von rund 3.000 Euro werden dem Gymnasium übergeben. Neben den Wirtschaftsjunioren und Unternehmen des Harzkreises beteiligten sich auch die Halberstadtwerke an der Finanzierung. Die Halberstadtwerke sind mit involviert, da wir zusammen mit der AWACON das Energieberatungszentrum in Osterwiek betreiben. Und es gab halt auch eine Anfrage in Richtung Energieberatungszentrum. Und da haben wir natürlich sofort gesagt, ja, sind wir dabei. Der Lego-Elefant demonstriert schon einmal, worum es geht. Er läuft vorwärts, versucht einen Gegenstand aufzuheben, bewegt seinen Kopf, hebt den Rüssel und so weiter. Das Modell entstammt einem Lego Mindstorm Baukasten. Es geht nicht nur um mechanische Zusammenhänge, sondern vor allem um das Programmieren. In 2 Jahren wollen wir dieses Projekt als Bundesprojekt ausrollen. Das heißt, Sachsen-Anhalt ist die Wiege dieses Projektes. Hier diese Schule, an der wir uns heute befinden. Wir wollen dieses Projekt dieses Technikprojekt mit Lego, mit dem man auch einige Wettkämpfe gestalten kann, wollen wir bundesweit ausrollen, um das für uns deutlich zu machen, das ist für unser Schwerpunkt für die Wirtschaftsunion in Deutschland. Den Ideen der Schüler sind da keine Grenzen gesetzt. Veranstaltungen im Harz. Servus Peter, auch 2017 im Harz. Erleben Sie eine musikalische Reise in die Schlagerzeit der 50er und 60er Jahre bei dem einzigartigen Musical Servus Peter. Extra dafür verwandelt sich die Harzlandhalle in Ilsenburg am 2. April in den legendären österreichischen Gasthof im Weißen Rössel. Mit viel Schwung, Musik und Komik lebt die Geschichte des geliebten Oberkellners und seiner Wirtin in dem bekannten Biergarten wieder neu auf. Freuen Sie sich dabei auf Musik von Peter Alexander, Katharina Valente, Heinz Erhardt und vielen anderen. Karten für diese einmalige Hommage an Peter Alexander gibt es auf www.resetproduction.de oder direkt in der Tourismusinfo Ilsenburg.
Seien Sie dabei, wenn der Harz von der Liebe träumt. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Erleben Sie Mozart, Liszt und Cartellieri in Geige und Bratsche, gespielt von Meistern ihres Fachs. Am 17. März präsentieren der Konzertmeister des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode, Christoph Baranowski, und Solobratschistin Sarah Kim vom Staatsorchester Braunschweig ein Doppelkonzert unter der Leitung von Musikdirektor Christian Fitzner. Gemeinsam mit dem Ensemble des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Karten für die Stunde der Klassik erhalten Sie bei Sibylle Klaus vom Förderverein des Kammerorchesters unter der eingeblendeten Telefonnummer. Straßenbaustelle B27. Nach dem ersten folgt der zweite Bauabschnitt in Blankenburg. Der Ausbau der B27 Ortsdurchfahrt geht weiter. Nach Abschluss der bauvorbereitenden Maßnahmen begann im Mai des vergangenen Jahres das zurzeit größte Straßenbauvorhaben der Blütenstadt. Die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn einschließlich der Verlegung neuer Versorgungsträger. Das bedeutete, dass die Rübeländer, Roman-Abt- und Gartenstraße vollgesperrt wurden und der Fahrzeugverkehr entsprechend umgeleitet werden musste. Die Baumaßnahme ist eine Gemeinschaftsaufgabe unter Federführung der Landesstraßenbaubehörde. Mit dem Boot sind der Trink- und Abwasserzweckverband, die Stadtwerke sowie der Landkreis. Die Bietergemeinschaft der beiden Blankenburger Baufirmen hatte sich bei der öffentlichen Ausschreibung durchgesetzt. Gas- und Wasserleitungen wurden bereits im Untergrund verlegt, Kabel für Strom und Straßenbeleuchtung folgten. Kurz vor Weihnachten wurde auch schon Asphalt eingebaut, sodass die Fahrbahn bis Ecke Welfenstraße wieder genutzt werden konnte. Die Nebenanlagen und Gehwege wurden im Februar nach und nach fertiggestellt. Die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke wurde immer gewährleistet. Jetzt hat der zweite Bauabschnitt begonnen, von der Einmündung Welfenstraße bis zum Ortsausgang. Der Straßenbelag wurde bereits teilweise aufgenommen. Neu verlegt werden auch hier analog zum ersten Abschnitt alle Versorgungsträger. Die ausgeschilderte Umleitung über die Rodenbergstraße ist wieder in Kraft getreten. Die Hauptstraßenregelung wurde verändert und auf einigen Straßen das Parkverbot wieder eingeführt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,8 Millionen Euro. Darin enthalten sind der kommunale Anteil von über 1 Million und 670.000 Euro vom Landkreis. Spätestens 2018 soll die B27 in der Ortslage Blankenburg wieder voll befahrbar sein. Musicals, Feste und Konzerte. Bodetal Tourismus GmbH gibt Ausblick auf die diesjährige Bergtheatersaison. Egal ob Musical-Aufführungen oder Konzerte, mit einem bunten Programm für Groß und Klein ist das Harzer Bergtheater in Thale aus dem Veranstaltungsprogramm der Region längst nicht mehr wegzudenken. Jetzt zur kalten Jahreszeit arbeiten Ronny Große und sein Team an den letzten Feinheiten der Eventkalender für Thale und die Waldbühne in Altenbrak. Im RFH-Interview gibt Ronny Große einen Ausblick auf das, was auf den Naturbühnen in der kommenden Saison geboten wird. Bei der Walpurgisnacht beginnen wir im Prinzip unsere Sommersaison. Und am 28. Mai, knapp einen Monat später, geht es dann im Bergtheater los. Das ist dann die Premiere von Aladdin und die Wunderlampe, ein Familienmusical. Und dann geht es schlagartig weiter dort im Bergtheater mit dem Dschungelbuch. Auch ein Familienstück, was dort aufgeführt wird. Dann am 14.06. ist dann die Premiere. Und dann gibt es für die Operettenliebhaber den Bettelstudenten.
ist sicher auch jedem bekannt. In einer Neuauflage war im Übrigen bei einer Umfrage so, dass man gesagt hat, Mensch, welche Operette wollen Sie denn mal sehen? Und da kam eben der Bettestudent an den ersten Platz. Und demzufolge hat das Nordharzer Städtebundtheater entschieden, den Bettestudenten eben diesem Jahr wieder ins Bergtheater zu bringen. Am 18.06. wird da die Premiere sein. Und dann im Juli gibt es dann die drei Haselnüsse für Aschenputtel in einer Wiederaufnahme, auch ein Familienstück, bevor es dann in die erste Konzertreihe gehen wird mit Max Giesinger am 23.07. Und vorher gibt es eben noch City mit ihrem Jubiläumsprogramm für 40 Jahre am Fenster. Die Musical Night hatte ich ja eben schon gesagt. Dazwischen quasi an dem Samstag, an dem 22.07. ein Abend voller Emotionen. Ja, und dann haben wir auch mal was ganz anderes im Bergtheater. Hatten wir also in der Form so noch nicht auf der Freilichtbühne. V&V Nation, ein Grusikel wollte ich schon sagen, aber ne, so ganz weit weg ist es nicht. Ein Gothic Festival, ja, ist das. Und also nicht nur ein Konzert, sondern tatsächlich ein Festival, was also auch noch unter dem Titel Unter dem Himmel, wie passend ist das denn, steht, fängt bereits 18 Uhr an und geht tatsächlich bis 24 Uhr an dem 5.8. Auch nach dem Erfolg des vergangenen Jahres werden wir die Oldie-Rock-Legenden CCR und The Rattles im Bergtheater wieder begrüßen können. Diesmal aber in einer Dreier-Konstellation, das heißt die Lords werden auch noch dazukommen. Am 11.8. 20 Uhr geben die halt das Konzert dort oben. Und dann ist dann noch am 19.8. die legendäre Operngala zu Gast im Harzer Bergtheater, bevor dann am 27.8. die letzte Show kommen wird und damit die Saison beendet ist. Ebenfalls sehr beliebt und dementsprechend gut besucht ist der Tag der offenen Tür im Harzer Bergtheater. Den gibt's selbstverständlich auch 2017 wieder, mit vielen spannenden Einblicken hinter die Kulissen. Da sind natürlich auch wieder alle Gäste eingeladen, einfach mal sich zu erkundigen, was es denn mal auch hinter der Bühne so gibt. Wie kommen denn die Schauspieler und die Darsteller auf die Bühne? Was gibt es für Möglichkeiten und was gibt es eigentlich noch für Umkleiden und was auch immer? Ne? Also da werden wir sich auch nochmal drüber informieren. Mhm. Aber jetzt schon mal von weg den Termin vielleicht einprägen. Der Tag der offenen Tür ist am 21.05. von 10 bis 14 Uhr. Ticketverkauf, hatte ich ja eingangs schon gesagt, hat begonnen. Man kann eben über die bewährte Seite tickets.bodetal.de die Tickets erwerben. Und da gibt es selbstverständlich auch Tickets für die Events auf der idyllischen Waldbühne in Altenbrak. Nachdem im vergangenen Jahr La Orania und das Licht der Liebe gut angenommen wurde, kehrt es 2017 zurück nach Altenbrak. Die Produktion, die hat sich jedes Jahr auch bewährt und hat mehr Besucher hinzugewonnen. Wir werden also in diesem Jahr auch am 15.07. mit der Premiere wieder einige Vorstellungen dort liefern. Und ich weiß, dass dort auch Neuerungen geplant sind in dem Programm. Also diese Fantasy-Story wird also dort in Altenbrak auch wieder zum Vorschein kommen und zur Aufführung gelangen. Erstmalig werden wir wieder auf der Bühne mal ein Schauspiel begrüßen können. Sherlock Holmes wird nämlich dann zu Gast sein am 29. Juli, 19.30 Uhr. Und auch da kann man gespannt sein, wie denn dieses dort umgesetzt wird. Dann haben wir die verzauberte Waldkönigin zu Gast. Ja, das ist also auch sehr passend meines Erachtens für diese Bühne. Ja, also ein Familienstück, was im Juni, am 26. Juni ja bereits beginnen wird, die Saison für diese verzauberte Waldkönigin. Und auch das ist schon Tradition. Das Nordharzer Städtebundtheater wird mit in diesem Jahr musikalischen Sommerträumen dort zu Gast sein. Also einer Operetten- und Musical-Gala, die dort dann mit auch Tänzern dort auf der Waldbühne dann eben auftreten wird. Und das Ganze wird, auch das ist traditionell für die Waldbühne, am 3.9. mit dem in diesem Jahr 65. Harzer Jodlerwettstreit beendet werden. Wem das jetzt zu schnell ging, der findet das komplette Jahresprogramm der Bodetal Tourismus GmbH auch online unter www.tickets.bodetal.de. We'll be right back.